Na toll. Lockdown lautet, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Emergency 20, zum Geburtstag. Wir spielen eine Mission, die eine Orkanfront heißt, aus Emergency 3 aus dem Jahr 2005. Mal gucken, ob wir das auch orkanmäßig hinkriegen jetzt, also schnell, nicht katastrophal. Erstmal natürlich auf Pause, um Zeit zu sparen. Klar, ihr kennt das, ein Orkan hat weite Teile der Vorstadt verwüstet. Zahlreiche Personen wurden stark verletzt, einige davon in Fahrzeugen eingeklemmt oder unter Trümmern verschüttet. Sie müssen schnellstmöglich geborgen und notärztlich behandelt werden. Wegen des anhaltenden Sturms ist mit weiteren Unfällen zu rechnen. Na super. Gut, dann wissen wir ja schon mal, wir brauchen auf jeden Fall Rüstwagen. Ganz wichtig. Wir brauchen auf jeden Fall Bergefahrzeuge. Zwei Stück wäre vielleicht erstmal von Vorteil. Okay. Wir brauchen keinen Streifenwagen aktuell. Wir brauchen aber auf jeden Fall die hier. Notarzt, Krankenwagen, sowas brauchen wir auf jeden Fall. Rettungshunde nehmen wir auch mit. Sicher ist sicher, ihr kennt die letzte Folge vielleicht. Intensivfahrzeuge, haben wir zwei zur Verfügung, nehmen wir auch. Ist ja kein Problem. Zur Not nehme ich sogar noch hier das mit, weil wer weiß, was hier noch passieren könnte. Und dann nehmen wir auch noch Tanklöschfahrzeuge mit, weil es kann halt immer wieder was passieren, ne? So, und jetzt häuft sich das hier alles sehr stark an. Was geht's? Und ich denke mal, wir könnten hier schon mal einen hinschicken. Was geht's? Dann brauchen wir die Rüstwagen. Die sind noch nicht da. Die habe ich noch nicht gesehen. Die kommen jetzt erst. Da sind sie. Ah, hier ist schon einer. Guck mal, dann sollten die vielleicht aussteigen. Ihr solltet auch aussteigen. Weil es hier nicht weitergeht. Genau. Kümmerst du dich mal darum. Ihr steigt bitte auch beide aus. Das sind die Tanklöschfahrzeuge. Das ist alles nur hier gerade. Ihr wisst schon warum. Bin dabei. Sucht ihr mal bitte. Ihr könnt schon mal hier hinkommen. Ihr könnt aussteigen, habe ich doch gesagt. Oder das noch nicht gesagt. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das Bergefahrzeug brauchen wir hier für den Baum, glaube ich. Was gibt's? Genau so ist es. Du kannst dann mit U hier schon mal, ne, deine U rausholen. Deine Rettungsschere. Die werden wir auf jeden Fall brauchen. Du schneidest das Haus nicht auf, sondern das Ding da. Du kümmerst dich um den. Kein Problem. Sehr gut. Was muss eigentlich? Person mit Rettungsscheren haben wir 4 Stück. Okay. Hunde, 4, okay, ja. Gut, kriegen wir alles hin irgendwie, denke ich mal. Der eine Rettungswagen, der muss mal dahin fahren. Du kannst ja schon mal aussteigen. Sofort. Ihr könnt eigentlich auch schon mal aussteigen. Wird erledigt. So, dann gucken wir mal. Ja. Hier ist nämlich schon einer. Höre. Zusätzlich verletzt, dann schickt man den Intensiv schon mal einmal hier rüber. Erwarte Befehle. Hier mit rüber irgendwie. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch zwei mehr. Da ist einer sich am Kümmern. Du kümmerst dich jetzt bitte schnell um... Achso, du bist schon dabei. Ihr transportiert ab. Das ist perfekt. Du fährst am besten wieder mal mit. Okay. Intensiv. Was ist denn jetzt los? Nein. Nein, 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 nein. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer in der Basis. Gut, dass wir das Boot geholt haben, ey. Also den Taucher. Ja. Verstanden. Alter, das war jetzt aber sehr glücklich, dass wir den dabei haben. So, hier muss natürlich auch einer hin, ist ja klar. Dann nehmen wir da mal den Rüstwagen. Einen der Rüstwagen vielleicht. Höre. Höre. Kein Problem. So, nämlich, genau. Ihr solltet mal aussteigen hier. Bin bereit. Dann fahrt ihr mal bitte darüber. Unser Taucher hat unter Wasser ein Objekt gefunden und über der Fundstelle eine Boje auf dem Wasser gesetzt. Das Objekt muss mit Hilfe des Bergefahrzeugs an Land gehoben. Ach du meine Güte. Okay. Höre. Zu Befehl. Gut. Die Stelle ist für uns nicht ja, ist mir schon klar, dass das nicht erreichbar ist. Was ist hier? Hier ist keiner drin. Da sollt ihr aber rein. Erwarte Befehl. Jawohl. Ja, kein Problem. Inti, kommt ihr mal hier? Kommt ihr mal rüber? Wäre sehr gut. Okay. Ihr solltet euch jetzt mal hier mit der U bewaffnen, ne? Höre. Ihr kennt das. U ist natürlich die obligatorische Rettungsschere. Ich bin dabei. So sieht das Ganze aus. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Aussteigen, ganz wichtig. Okay. Genau, du sollst jetzt hier. Jawohl. Du, vielleicht, wenn du kannst, schon mal retten da, bitte. Haben wir hier noch was? Hier haben wir noch ein, ja. Dann renn du mal, bitte. Wir können da nichts machen. Muss das Bergefahrzeug ran, ne? Genau. Wird gemacht. Da kannst du eigentlich auch dich darum kümmern.
du rein, dann kümmert sich ein anderer darum. Was geht's? Gucken wir nochmal, was hier überhaupt los ist. Hier brauchen wir nämlich auch nochmal die beiden. Das heißt ja sowieso da rein, ne? Wird erledigt. Bin bereit. Bitte schneller. Schnell. Super, so. Bergefahrzeug kann dann hier rüber. Sofort. Wie sieht's hier aus? Hier sieht's halbwegs gut aus, eigentlich. Der kann da irgendwie nicht hin. Der Taucher im Weg steht, oder was? Ja, genau, der Taucher stand im Weg. Da kümmert sich schon mal einer darum, der andere weiß ich nicht, wo der hin ist. Dann muss der gleich den Transporter dann noch abhauen, wegpacken, dann kann der schon mal dahin fahren. Hier haben wir den Taucher, der kann schon wieder einsteigen erstmal. Bevor uns noch was passiert, ne? Die dürfen ja nicht kaputt gehen. So, dann guck mal hier. Du musst dich nämlich darum kümmern. Ach du, nein. Gut, dass ich die Tanklöschfahrzeuge dabei habe. Alter. Vorausplanung ist hier alles, wisst ihr? Ich muss mich jetzt erstmal hier rumkümmern, damit er hier... Das Fremd macht da gerade. Super, Tanklöschfahrzeuge, ihr kommt schon mal mit. Bin bereit. Dann könnt ihr hier nämlich eine Katastrophe vielleicht verhindern noch. Ja, hier wird noch ordentlich gerettet und gehoben. Quasi. Feuerwehr, ihr fehlt mir hier gerade ein bisschen. Wo seid ihr? Da ist einer. Was gibt's? Befrei du mal bitte, dann heb du mal den auf. Dann kann der Sani da nicht weiter ran. So, dann könnt ihr jetzt hier nämlich ranfahren. Erwarte Befehle. Plus natürlich jetzt einer davon. Nein, zwei. Okay. Der andere wäre vielleicht hier nicht schlecht. Okay. Gefährdete Person mit Megafon wegführen. Hier sind keine gefährdeten Personen gerade. Das ist ein bisschen schlecht. Ich weiß nicht, wo das ist jetzt. Das geht's. Okay. Höre. Wird gemacht. So, ihr habt die Rettungsscheren hoffentlich noch ausgerüstet. Jawohl. Wird gemacht. Das geht's. Super. Ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Ja, macht ihr mal bitte. Ach so, ja. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Streifenwagen irgendwo hin. Leider keine Ahnung wohin, aber werden wir schon irgendwie rausfinden, ne? Ja, das Abtransportieren könnte sich jetzt ein bisschen schwierig gestalten. Leute, hier brennt's. Ja, verstanden. Bitte aufpassen, ne? Dass hier nichts passiert. Bin bereit. Ja, schon mal bitte weiter mit. Bin bereit. Dich können wir dann eigentlich mal gebrauchen hier. Was gibt's? Obwohl, hier ist ja noch ein Inti. Kann ja nochmal so. Ja, sofort. Da rein, genau. Die sind soweit schon mal, die werden versorgt. Super. Bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Geil. Erwarte Befehle. Damit der halt raus kann, ne? Ist ja klar. Die werden versorgt. Oder jetzt werden sie versorgt. Ne, hier, der eine wird noch nicht versorgt. Der eine wird noch nicht versorgt. Höre. Bin bereit. Wird erledigt. Kommt immer schnell mit her, bitte. Erwarte Befehle. Dann könnt ihr nämlich hier irgendwie ranfahren. Erwarte Befehle. Du, weiß ich nicht, wo wir dich gleich brauchen werden. Keine Ahnung. Ach, hier stehen noch irgendwie Personen. Was ist denn hier los? Was müssen wir denn mit denen machen? Na toll. Das sind die gefährdeten Personen, ja. Hat sich das auch erledigt? Dachte ich mir jetzt gerade mal so. Jawohl. Dann brauchen wir ein Intensivfahrzeug auf jeden Fall. Ein möglichst volles eigentlich. Was gibt's? Warte mal, ihr macht ja schon, ne? Erwarte Befehle. Achso, ne, warte mal, der eine Notarzt. Wo ist der eine Notarzt? Da ist der eine Notarzt. Ja. Kümmer du dich mal bitte um den. In Ordnung. Ihr steigt bitte mit da ein. Was gibt's? Sofort. Jawohl. Du auch mit. Was gibt's? Zu Befehl. Wie sieht's hier aus? Ihr seid gut am Machen, ne? Ihr seid nicht gut am Machen, weil es hier brennt. Hier brennt's irgendwo. Hier brennt's. Leute, dann löscht ihr mal bitte hier, ne? Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Ich sag viel M, ich weiß. Hier ist noch kein Notarzt. Warum ist hier kein Notarzt? Ja. Haben wir hier einen Notarzt drin? Ist das ein Notarzt? Oh nein, seid doch kein... Warum... Ach so, ne, ihr müsst den abtransportieren. So ist das nämlich. Genau. Klar. Dann müssen wir jetzt hier hin. Oh, hier müssen wir auf jeden Fall mit den Tanklöschfahrzeugen gleich hin. Bin
Das heißt gleich, da müssen wir jetzt sofort hin. Eigentlich zumindest mit einem. Bin bereit. Ja, hier ist jetzt gerade echt Katastrophe. Kann nicht. Er kann gerade nicht löschen hier. Ich weiß nicht warum. Hier ist kein Notarzt drin. Was soll ich machen? Ich muss irgendwie, hier hatte ich noch das, genau, das Fahrzeug. Erwarte Befehle. Fahr du bitte hierher, schnell. Jawohl. Dann einen Rüstwagen vielleicht noch. Der vielleicht voll ist auch, wäre nicht schlecht. Ihr habt den schon, ne? Ihr habt den, ja. Bin bereit. Alles klar. Bin bereit. Bin bereit. Sofort. Nein, du sollst vielleicht, achso. Erwarte Befehle. Doch, ist richtig. Erwarte Befehle. Verstanden. Erwarte Befehle. Ja, ich weiß nicht, ich muss vielleicht hier noch mit hin. Keine Ahnung. So. Das ist jetzt echt schlecht. Ich weiß nicht, ob das Löschfahrzeug schon hier ist. Was gibt's? Ich weiß nicht, ob ich das schon machen kann oder sollte oder wie auch immer. Hallo, würdest du bitte, wenn es hier denn schon brennt, löschen? Warum habe ich dich da wohl hingeholt, hä? So, da sind beide drin. Oh, die müssen auf jeden Fall hierher. Ah, hier löscht er, okay. Sehr gut. Höre. Der muss weg, der kann da nichts machen. Das Löschfahrzeug muss sich darum kümmern. Und dafür seid ihr da. Ihr seid ja schließlich die Feuerwehr, ne? So, jetzt müssen wir gucken. Hier ist irgendwo noch ein Rüstfahrzeug gerade angekommen. Wenn ich mich jetzt nicht irre, hier. Genau, Rüstwagen. Erwarte Befehle. Boah, das ist ungut gerade. Kein Problem. Ihr dürft jetzt auf jeden Fall nicht die Scheren auswählen. Höre. Brauchen wir hier die Feuerlöscher erstmal. Was anderes geht hier, glaube ich, gerade nicht in der Nähe. So, dann kann der mittlerweile auch schon mal hier rüberkommen. Höre. Und ich weiß nicht, wo, keine Ahnung, mitlöschen irgendwie, keine Ahnung. Jawohl. Ja, ihr findet schon was, das finde ich gut. Hier haben wir den anderen Inti noch, ne? Genau. Was gibt's? Steig mal mit ein. Taucher brauchen wir aktuell nicht. Bin bereit. Eins der Fahrzeuge sollte mal hier mit hin. Verstanden. Die anderen beiden am besten hier mit hin. Erstmal dahin. Wird gemacht. Höre. Mal, den brauchen wir gleich noch. So, du bist gleich schon gelöscht. Das Tanklöschfahrzeug müsste eigentlich auch gleich hier sein. Jawohl, das andere ist da. Okay. Das heißt, das könnte gleich klappen. Hier könnt ihr jetzt auf jeden Fall auch schon mal... Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation. Genau, ihr könnt schon mal damit hin. Wird erledigt. Ist die zwei denn jetzt schon geholt? Jawohl. Erwarte Befehle. Bin dabei. Achtung, so, wird das gleiche müssen wir hier machen. Da ist noch keiner da. Schnellstmöglich versorgen, ehe sie sterben. Wo der ist, weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Und dich brauchen wir auf jeden Fall hier. Erwarte Befehle. Kein Problem. Bin bereit. Bin dabei. Achtung. Bin bereit. Unser Jawohl. Notarzt befindet sich in Gefahr. Ja. Ist in Arbeit. Höre. Oh, oh. Okay. Bin bereit. Alles klar. Höre. Was geht's? Notarzt soll sich nicht in Gefahr befinden dürfen. Das ist nicht gut. Oh, ihr müsst auch weg. Hallo. Könnt ihr mal bitte... Erwarte Befehle. Zu Befehl. Ja. Kein Problem. Bitte warten, bis die Feuerwehr hier gemacht hat, ne? Danke. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Ach, hier sind die Hunde. Erwarte Befehle. Sofort. Was geht's? Okay. Die können dann ja eigentlich schon mal weg. Ne? Ja, ist ja egal. Warte mal, ich muss jetzt erstmal wieder... Genau. Hier ist das Chaos. Ihr könnt dahin. Wird erledigt. Ihr könnt nicht aussteigen. Nein, könnt ihr nicht. Ist klar. Ja. Ihr löscht weiter, ja. Du, das Gebäude ist auch nicht schlecht. Genau, dann kann der Kran eigentlich schon mal nicht Erwarte dahin. Befehle. Aber hier die Sunnies, die können sich schon mal darum kümmern. Erwarte Befehle. Okay. Weil das sollte jetzt kein Problem mehr geben, erstmal. Wenn du jetzt da vorne löscht, genau, so will ich das haben. Ihr löscht die kleinen Brände, sehr gut. Achtung, unser Notarzt befindet sich in Gefahr. Ah gut, jetzt aber nicht mehr. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ihr löscht da fleißig. Wo ist mein anderes Fahrzeug? Da ist mein anderes Fahrzeug. Bin bereit. Was so. Gibt's? Kein Problem. Ist noch ein Notarzt mit bei, denke ich mal? Ja. Ja. Dann steigt ihr beide mal Was mit gibt's? Ein, bitte. Verstanden. Dann brauchen wir hier noch eins hin. Verstanden. Was gibt's? Euch könnte man hier vielleicht noch gebrauchen.
Bin bereit. Der ist leer, der ist noch gar nicht. So, sehr gut. Ja, wird gemacht. Schnappt euch mal bitte, ne, Feuerlöscher, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wird gemacht. Gehe ich mal stark von aus. So. Der löscht da noch mit. Gut. Okay, was haben wir noch? Ihr löscht nicht? Okay, dann löscht ihr halt nicht. Doch, solltet ihr nämlich. Gut. Verstanden. Sehr schön. So, dann kann der nämlich schon mal damit rein. Kein Problem. Während du schon mal wieder... Ja, bleib doch mal ruhig stehen. Ist vielleicht besser. So, haben wir denn jetzt noch einen? Ja, wir brauchen noch einen auf jeden Fall. Kein Problem. Ihr könnt noch den mit abliefern. Alles klar. So viele brauchen wir gar nicht. Das sind ja alle. Ist ja Quatsch, was ich jetzt mache. Ihr müsst jetzt nur noch löschen eigentlich. Das B sollte jetzt nicht... Da sollte jetzt nichts passieren. Mit Rettungshunden haben wir noch nicht alle gefunden, deswegen holen wir die Rettungshunde nochmal rüber. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Man weiß ja leider nicht, ich denke mal, da ist noch einer drin. Ja, ihr löscht hier fleißig, das fände ich gut. Dann können wir hier eigentlich nochmal einen hinrufen. Weil irgendwie will keiner. Bin bereit. Dass du vielleicht dich mal um den kümmerst. Verstanden. Hier. Achso, nee, warte mal, der hat ein Dings, ne? Weiß ich jetzt gar nicht, hat der schon einen? Oh, ich habe keine Ahnung gerade. Auf jeden Fall könnt ihr beide mal hier aussteigen. Höre, alles klar. Höre. Und du zumindest schon mal deinen Hund losschicken. Zu Befehl. Ihr liefert den weg, genau. In Ordnung. Ihr beide könnt los. Ihr könnt da stehen bleiben, du kannst mal hier mit weiterlöschen. Höre, zu Befehl. Was geht's? So. Ich hoffe, die haben jetzt keinen Verletzten Unsere da drin. Rettungshunde wittern noch weitere Opfer. Sie können aber nicht zu ihnen gelangen. Ach nee, der ist... Okay, der muss zum HQ, okay. Alles klar. Gut zu wissen. Ich habe ja keine Ahnung, wie hier was gestaffelt ist. Ja. Das ist praktisch, dass hier der schon da ist, aber nichts macht. Wird erledigt. Habe ich voll vergessen. Dann liefert ihr den jetzt mal bitte weg. Sofort. Und bevor ich ja gleich wieder Mangel an Notärzten habe oder so ein Scheiß, ne? Ihr kennt das ja, dann machen wir das mal so. Okay, hier haben wir jetzt... Ja, löscht da den letzten Rest. Gelöscht ist alles. Gut, wir müssen noch vermisste Personen finden. Haben wir noch nicht alle. Dann müssen wir mal gucken, wo die zu finden sind. Was gibt's, ist in Arbeit. Höre. Wird gemacht. Okay, alle müssen wir werden auf jeden Fall noch Opfer haben irgendwo. Am besten vielleicht hier. Einmal los. Notärzte haben wir hier Höre. Noch en masse, ne? Höre. Stehen ja so einige. Na, guck mal, der ist gleich da, das ist perfekt. Super, guck mal hier, aussteigen. Kein Problem. Gehen wir in der Zwischenzeit mal hier hin und holen jetzt endlich mal einen hierher. Alles klar. So, du kannst deinen Hund losschicken, bitte. Höre. Okay. Ich denke mal, das wird hier sein. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Einer hierher. Ich weiß gar nicht, wo die sind gerade. Hier müsste einer stehen. Ist ja quasi um die Ecke. Ich weiß nicht, ob der Hund jetzt einen findet oder nicht. Entschuldigt bitte die Geräusche, die im Hintergrund hier aufploppen. Das ist nicht so der Plan eigentlich. Kein Problem. So, jetzt aber den hier bitte abtransportieren. Verstanden. Du kannst es mittlerweile mal verkaufen. Der Sturm hat ja nachgelassen zum Glück. So, ihr findet hier wahrscheinlich nichts mehr. Kann man hier echt nicht anheben? Nein. Oder möchtest du einfach mal hier fahren und dann nochmal da suchen? Ich weiß es nicht. Hier wird auf jeden Fall irgendwas gefunden. Das heißt, wir brauchen jetzt den... Kran, wo ist er? Wo hab ich ihn denn? Da ist er. Genau, den brauchen wir hier. In Ordnung. Ja, pass auf den Hund auf. Ja, fahr den Hund über. Ist kein Problem hier. Den brauchen wir ja nicht mehr, weißt du? Jetzt mach mal hier. Hallo. Könntest du das bitte hochheben? Dankeschön. Kein Problem. Also hoffentlich jetzt. Wir brauchen noch einen. Der Rettungstransportwagen bringt ja, der sucht noch. Okay. In der Basis. Vielleicht kann er ja hier nochmal suchen. Ich weiß nicht. Höre, bin dabei. Du kannst eigentlich auch schon mal wieder ins HQ fahren. Bin dabei. Hier ist der Hund. Der sucht immer noch. Nein. Höre. Sollte er vielleicht aber. Zu Befehl. Dann suchen die hier auch nochmal. Erwarte es in Arbeit. Gut, zwei der Feuerwehrmänner können ja schon mal damit rein. Ne, warte mal. Was geht's? Erwarte Befehle. So. Rettungshunde wittern noch weitere Opfer. Sie können aber nicht zu ihnen gelangen. Okay. Ne, das ist ja der eine. Da soll sich jetzt mal hier der Emil drum kümmern. War hier dann Kein gleich, Problem. Ne?
Ein Notwagen. Notarztwagen. Wenn ich jetzt wüsste, wo er den gewittert hat, ob das jetzt hier war oder nicht. Keine Ahnung, ich sehe ihn nicht. Ich sehe das letzte Opfer nicht. Okay, hier ist noch kein weiteres gefunden worden, offensichtlich. Hier ist wohl keins mehr. Was gibt's? Wird erledigt. Also da ist eins. Ja, zu Befehl. Oh oh. Erwarte Befehle. Höre. Okay. Oh, bitte wiederbeleben können. Bin bereit. Wird gemacht. Ich hoffe, das klappt. Das muss jetzt schnell gehen. Das muss jetzt richtig schnell gehen. Ich weiß nicht, wo ich die Hunde noch suchen lassen soll. Komm. Offensichtlich findest du hier nichts mehr. Dann komm du mal bitte mit. Ich weiß nicht, wo irgendwie hier, keine Ahnung. Ihr bringt ihn ja hoffentlich da rein, ne? Unsere Rettungshunde wittern noch weitere Opfer. Sie können aber nicht zu ihnen gelangen. Aber wo denn? Das sagt er die ganze Zeit. Was geht's? Das muss ja hier irgendwo sein, ne? Bin dabei. Bin bereit. Ja. Genau. So. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation der Basis. Könnt ihr eigentlich auch schon mal wieder einsteigen? Ist in Arbeit. Ihr auch, ihr denke ich mal auch. Erwarte Befehle. So, dann gehen wir jetzt hier nochmal hin. Gucken, ob wir jetzt hier wieder irgendwas finden könnten. Der findet nichts. Ich habe keine Ahnung warum. Ja, in Ordnung. Hier haben wir ja auch noch einen. Da ist er. Erwarte sofort. Schnell, es liegt jetzt echt nur noch an den zu finden. Ich weiß nicht, wo er sein könnte. Unsere Rettungshunde wittern noch weiter. Ja, aber wo? Sie können aber nicht zu ihnen gelangen. Das sagt er die ganze Zeit, dass die noch was wittern, aber hier ist ja nichts. Was geht's? Da riechen die ein Würstchen oder was ist hier los? Ihr sollt euch Opfer suchen. Ihr seid doch so schlaue Tiere. Kein Problem. Wo kann das denn jetzt sein? Oh, der rennt aber sehr gezielt. Der rennt sehr gezielt. Hier unter, da unter, da unter. Ich wette mit dir. Ich wette mit dir, dass hier unter. Befehle. Jawohl. Verstanden. Zu Befehl. Okay, da okay. Ja. So, das heißt, ihr könnt schon mal wieder ins Gebäude, ins Dings. Verstanden. Was geht's? Ne, warte mal, der ist natürlich ein bisschen näher dran. Je nachdem, wie schnell jetzt der. Ja, okay, da ist er schon. Ich weiß aber nicht, ob hier einer drin ist. Das ist mal das Problem. Jawohl. Ist nämlich nicht, siehst du? Kann sich der nämlich jetzt ganz schnell um den kümmern. Wird erledigt. Dann hätten wir es soweit auch schon tatsächlich geschafft. Das wäre super, wenn wir das jetzt hinkriegen würden. War ja doch eine etwas heftigere Aufgabe, als ich dann anfangs doch angenommen habe. Jetzt geht das wieder los. Jetzt müssen wir ihn wieder hier. Was gibt's? Jawohl. Natürlich, Notarzt behandeln und jetzt muss er abtransportiert werden, weil er im Krankenhaus behandelt werden muss oder im Wagen. Sicher ist sicher, er wird, oder sie wird hier nicht, sie in diesem Fall, ja, wird hier nicht mehr lebend rauskommen können. Also, die müssen das jetzt auf jeden Fall so machen. In Ordnung. Auf die Trage, dann damit rein. Hier stand mal ein Kiosk, hier gab es schönen leckeren Kaffee. Aber wichtig ist jetzt erstmal die Person abzutransportieren. Das wollen die beiden hier aber gerade nicht machen, so wie es aussieht. Ja. Doch, jetzt machen sie es tatsächlich. Super. Höre. Okay. Good job. So, du kannst weg. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Dann könnt ihr einsteigen. Bin bereit. Alles klar. Ihr fahrt ja gleich sowieso weg von alleine, ne? Kann eigentlich alles hier in dem Bereich schon mal wieder wegfahren. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Höre. Bin dabei. Erwarte Befehle. Okay. Höre. Ja, verstanden. So, dann haben wir das alles soweit, ne? Fährt weg. Ja, hier stehen zwar noch zwei Leute rum. Ich muss sagen, das ist eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Quote für mich. Erwarte Befehle. Wir hier zwei Sunnies mal stehen lassen. Der kann ja auch noch weg. Wir haben es geschafft, jawohl. Sie haben beim Einsatz wahrscheinlich auch nur Bronze, aber immerhin. Ja, wieder mal Bronze. Aber wir haben es geschafft. Eieiei. War dann doch am Ende sehr haarig, hätte ich jetzt gar nicht. Also was heißt am Ende? Irgendwie in der Mitte. So, ist so viel passiert. Ich sollte die weglocken. Das gerade erst gelesen und auf einmal passiert das schon. Und ja, gut.
Egal, jetzt hat das halt nicht so geklappt, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hätte, aber es hat geklappt, das ist das Wichtige. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuhören, hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen nach oben da oder lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen, würde mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann, euer Tidigan, einen schönen Tag noch und ciao.